Kultur, BukTom Bloch mit IBIS, ein Wort, SUPERVONG. Wie heißt denn das Jugendwort des Jahres 2016? Ja, okay. Ibims, genau. Also, ich werde euch heute dann aus meinem Buch, keine Angst, ist nicht kommerziell, irgendwie geht an arme Fuzis vom Spender her. Also, ich darf euch aus meinem Buch was vorlesen. Das wäre dieses hier. Von die Neißigkeit der Sprache her einstmal so gesehen. No? Und ich bitte euch auch hier zu nein, ich verschenke nachher noch Weihnachtskarten. Ne? Also ist die Sprache der Zukunft, wir sollten uns alle dringend damit vertraut machen. Ich habe gedacht, weil ja jetzt mal Weihnachten ist, im nächsten vielleicht etwas religiöses eher oder mit einem religiösen Touch, ne, vom Touch her, ne? Und zwar einige Eltern unter euch werden vielleicht noch den Dschuri Gackerin kennen. Ne? Der war nur 1,57 Meter groß. Aber nicht deshalb war er recht bekannt, sondern weil er war der erste Mensch im Weltall 1961. Übrigens, wenige Jahre später ist er unter nicht ganz geklärten Umständen ums Leben gekommen. Ich beeile mich aber, ich mache schon nur eins statt zwei. Ja, also um euch da ein bisschen auf einzustimmen, er hatte nämlich nach seinem Flug mit einem sehr wichtigen Menschen Gespräche, das weiß aber eigentlich niemand. Und das habe ich jetzt mal in der modernen Sprache kurz aufgeschrieben. Den Dschuri Gackerin war once upon a time der erste Mensch in den Weltall. Aber er ist dann auch wieder auf die Erde gekommen, also zurück, ne? Und dann hat er mit Quatschen getan mit den echten Edelprommies. Der Nummer 1 war den Chef von den Soziale Sowjetunion, den es damals noch gegeben haben tat, ne? Und dann sagt ihm den Obersowjet, Alla, was mein nun? Hast du da oben den Gott gesehen, getan? Meint den Gackerin, ja, Anna, hab ich voll krass gesehen, getan. Macht den Chef von der Soziologie-Union ein Facepalm und tut am Stirn tun, boah, ey, was unkrass. Aber hab ich nicht fast schon gedacht, getan. Pass auf, Tim, geh ich dich jetzt auf und kralle 25 Mille in US-Dollar und tust du den Schnauzer halten davon. Alles klar? Jo. Und dann die Nummer 2. Das war den Papst. Den Papst. Den Holy Papa persönlich. Ne? Und fragte ihn dann auch unter vier Donnerstag, sag mal, Anna, mein lieben Boy, hast du denn auf dem lieben Gott oben schön gesehen, getan? Nö, Allah, sagte ich mal vorhin, hatte ich keine Verträge mit, konnte ich nichts von sehen tun. No meat, no meat. Mach den Holy Papa auf von dem Facepalm und ich halt ein Flennen tun und sagte, oh, 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 aber habe ich schon fast getürchen getan. Pass auf, Typ. Wenn ich dich jetzt aufkralle,
25 Männer in US-Dollar und funktioniert Schwalo haben davon. Sonst gibt es Stress. Alles klar? Das war ich eine. Moment. Nächste Foto. Kannst du es reinzählen? Gerade drei Punkte. Da war nämlich den Bookboss von den USA. Und fragt dann den Jury mein Regentum dann auch nach dem Kopf in Weltall. Sagt ihm den, ja, euer Land war gut zum Erkennen von dem Gott. Ach, na so was, meint der US-Bookboss. Aber weiß ist eigentlich egal, ne? Manche tun nicht wählen, die an den Glauben tun, andere tun nicht wählen, die nicht an den Glauben tun. Ne? Ja. Aber dann fällt ihm doch noch was ein. Sagt er, hör mal, na, wie hat der denn ausgesehen, den Kopf? Jo, sagt der Jury, Sie sind voll aus in den voll krass entgeile Längerin. Vielen Dank. Seit Jahren aus Funk und Fernsehen,